Das muss ich euch jetzt gerade mal zeigen. Es ist eigentlich total die Spielerei, aber egal. Das habe ich beim Teddy gekauft. Oder Teddy, wie auch immer. Alle sprechen es irgendwie anders aus. Und zwar ist es ja so, nur, das kennt man ja in groß, dass man da dann immer irgendwie Gemüse und Co. raspeln kann. Und ich hab einfach nicht so eine große Küche und nicht so viel Platz. Und ich habe das kleine Ding hier gefunden. Das hat gerade mal 50 Cent gekostet. Und ich habe es dafür gekauft. Ich schneide die letzte Zeit sehr, sehr gerne Karotten in meinen Salat. Und dafür ist es gedacht, dass ich wirklich hier einfach so eine Seite nehme, wo ich dann einfach schnell die Karotte reinraspe und die nicht mehr so ewig und 3 Tage irgendwie ganz klitzeklein schneide. Ich werde es auf jeden Fall heute Abend bei meinem Salat benutzen und euch dann Feedback geben, ob das Ding seinen Zweck erfüllt. So, ich wollte euch ein kleines Feedback geben zu diesem kleinen Ding hier. Und ich muss sagen, es hat echt super funktioniert. Ich habe mir hier gerade ein bisschen was geraspelt und es ist super fein. Also es ist wirklich, die 50 Cent haben sich super gelohnt hier für so einen Salat. Das ist super. Und ich mache mir hier gerade nach dem Sport wieder so einen gemischten Salat und Hähnchenspieße und das lasse ich mir gleich schmecken. So, wir sind mal wieder auf dem Weg zum Sport. Meine Schwester ist gerade noch zur Bank rein und dann fahren wir ins Studio und ja, machen da mal wieder so unser Programm. So, das ist mein Frühstück für heute. Kakao, total ungesund. Was heißt ungesund? Also Milch ist ja gesund, aber wenn man jetzt abnehmen möchte, ist Kakao nicht gerade sinnvoll. Aber ich habe gerade einfach Lust drauf und es ist mir eigentlich wurscht. Also morgens ist ja okay. Dann habe ich hier mein Wasser, wo ich gestern wieder mir eine Kanne gemacht habe. Da ist Zitrone und eingefrorene Himbeeren drin. Ist jetzt über Nacht, wie gesagt, gezogen. Dann habe ich hier meinen Detox-Tee. Und ja, einfach wieder Tomaten, Eier und diesmal Toastbrot, weil irgendwie mein Brot bzw. meine dunklen Brötchen mir ausgegangen sind und ich muss heute dringend einkaufen gehen und ich lasse es mir jetzt schmecken. So, Mittagessen gibt's so Muschelnudeln mit leckerem Spinat. Und mal wieder vorm Sport in Rossmann gelandet. Das ist echt schlimm. Hallo, heute haben wir Samstagmorgen und ich bin gerade mit einer Freundin unterwegs und mit meinem kleinen Pablo. Und wir sind jetzt hier, wir haben so einen Internetdienst erstmal einrichten lassen für sie, weil sie noch kein Internet zu Hause hatte. Und wir sind jetzt hier bei so einer großen Tankstelle. Das ist auch gleichzeitig eine Waschstraße und hier kann man auch saugen und dann Ölwechsel machen. Also jede Menge Quatsch gibt es hier, also es ist riesengroß irgendwie. Und wir fahren gleich mal durch die Waschstraße. Jetzt haben wir gerade getankt, Waschstraße danach. Und dann fahren wir noch ins Main-Taunus-Zentrum, MTZ in Frankfurt. Und ja, da nehme ich euch so ein bisschen mit. Hallo Pablo. Hey mein Schatz. Ich habe mir gerade wieder Trinken mitgenommen, bin fleißig am Trinken. Und wir haben jetzt 20 vor 1 und ich habe schon über 1,5 Liter getrunken. Sehr gut, das ist sehr, 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 sehr wichtig, wenn ihr Sport macht. Nicht vergessen. Was ist da los? Was passiert da? Oh nein, er hat sich voll erschrocken. Warum? Oh, Papelino, guck mal, was da los ist. Angst. Passiert gar nichts, mein Schatz. Passiert gar nichts. Was gibt's da? Mittlerweile wieder zu Hause, aber noch nicht lange. Ich war jetzt wirklich
um die 5 Stunden ungefähr unterwegs und ich bin so fertig und so kaputt und ich konnte euch gar nicht richtig mitnehmen, weil es plötzlich, als wir im Zentrum angekommen sind, angefangen hat zu regnen. Also ich habe euch gerade noch den Subway gefilmt gehabt und dann habe ich mich rausgesetzt, wollte gerade anfangen zu essen und dann hat es angefangen zu regnen. Aber wie? Also es hat richtig geschüttet. Und dann sind wir auch vom Subway dann rüber, also unter so Unterdachungen praktisch gerannt. Bin so nass geworden. Als ich jetzt gerade nach Hause gekommen bin, habe ich meine Schuhe ausgezogen, meine Socken waren sogar nass. So sehr hat es geregnet. Also es war richtig heftig gewesen. Von daher aus konnte ich halt tatsächlich gar nicht filmen. Und ja, war aber jetzt auch nichts Besonderes. Also einfach nur durch ein paar Geschäfte gelaufen und Geburtstagsgeschenke eingekauft und so weiter. Also jetzt nichts Besonderes. Also ich habe jetzt nicht großartig, also für mich habe ich zumindest nicht geshoppt. So macht man einen Zopf. Man legt sich hin, schmeißt die Haare runter und macht sich dann einen Zopf, weil das ist nämlich angeblich schon leichter. Ja. Damit ihr keine Hobel bekommt. Richtig. So, also das nächste Mal, wenn ihr euch einen stinknormalen Pferdeschwanz oder einen Dutt machen wollt, legt euch einfach ans Bett und schmeißt euren Kopf über den Bettrand. Und jetzt? Und ich habe keine Hobel. Das sind echt viele Kräuter. Papierte Tomaten. So. Da kommen noch ein paar Cherry-Tomaten rein und dann ist es fertig. So, was ist da jetzt alles drin? Hackfleisch, Paprika, Cherry-Tomaten, ganz viel Lauchzwiebel, die man jetzt schon gar nicht mehr sieht. Aber da sieht man ein bisschen was. Karotten. Und passierte Tomaten und ganz viel verschiedene Kräuter. Pablo kriegt jetzt die Haare geschnitten an seinem Popo und an seinem Lulu und an seinem Schwänzchen. Ist alles viel zu lang. Und keine Angst, es wird von einer professionellen Friseurin gemacht. Ich habe übrigens gerade meine Nägel wieder gemacht. Sind schon so rausgewachsen gewesen und das Lila ist mir auf den Keks gegangen, deswegen wieder schön weiß. So, passiert da jetzt was? Guck mal, wie lang die sind. Übel. Bleibt so lieb liegen. Die Todesschweinchen. So, Mickey Maus besuchen, weil die Mama ja im Urlaub ist. Die Katze von meiner Mama. Und er jagt ohne Spielzeug. Komische Katze. So, ab zu Kiko. So, und hier wartet mal wieder eine volle DM-Tüte. Also hier ist zwar auch viel für Haushalt drin und hier viel von den Dingern, die liebe ich nämlich. Aber da ist auch definitiv Schminke dabei. Bei Lush habe ich hier so 2 Produkte gekauft. So ein Peeling und noch so eine Seife. Bei Kiko war ich noch gewesen. Ja, aber das zeige ich euch dann auf jeden Fall in einem Haul. Und jetzt mache ich mich ab zum Sport.